Wir zeigen heute hier SmartKai, eine Einpackhilfe XXL für große Seeschiffe. Das DLR hat hier mitgemacht, weil wir eine große maritime Kompetenz haben und uns sehr intensiv mit Assistenzsystementwicklung beschäftigen. Das DLR ist die größte Ingenieurforschungseinrichtung der Bundesrepublik und wir haben Systemkompetenz von der Sensorik bis hin zur Verarbeitung und zur Steuerung von ganzen großen Systemzusammenhängen. Und dazu gehören auch Energie- und Verkehrssysteme und ganz besonders auch hier heute unsere maritime Forschung, in der wir alle diese Kompetenzen zusammenbringen können, um hier neue Lösungen zu machen für leichten, sicheren Verkehr. Es gibt in Europa 1200 Seehäfen, 330 davon sind systemrelevant. Wie auch hier, wo wir jetzt gerade stehen, Cuxhaven. Häfen stehen vor einem großen Problem. Schiffe fahren ihre Infrastruktur kaputt. Das Besondere an SmartKai ist, dass es ein landbasiertes Anlegeassistenzsystem ist. Das heißt, in der Kai-Anlage haben wir Laserscanner, Radare und Umweltmesstechnik verbaut. Heute können wir ein Roll-on-Roll-off-Schiff, einen sogenannten Autocarrier, live beim Anlegen zusehen. Mich fasziniert insbesondere die pure Größe der Schiffe. Über 200 Meter groß, 30 Meter hoch, müssen Zentimeter genau einparken. Bei Strömung anzulegen ist nautisch sehr anspruchsvoll, genauso wie bei dem Wind, den wir jetzt haben. Daher messen wir mit den Laserscannern zentimetergenaue Abstände und berechnen daraus Anlegewinkel, Geschwindigkeiten von Bug und Heck und Schulter des Schiffes während des Anlegeprozesses. Das ist etwas, was man bislang nur mit Sicht und Blick aus der Brücke machen konnte. Das ist sehr einfach bei Sommersonnenschein, aber unter schwierigen Bedingungen nachts bei Nebel sehr herausfordernd. Das heißt, wir bieten dem Schiffsführer Sicht, wenn er eigentlich keine hat. Das ist das Tolle an SmartKai. Dadurch, dass die Sensorik landseitig aufgebaut ist, brauchen Schiffsführer und Lotsen lediglich ein mobiles Endgerät, ein Tablet oder Handy, um das Anlegeassistenzsystem sich darstellen zu lassen. Für die Reederei bedeutet das keine teuren Kosten in schiffseitige Installationen. Nicht nur an der Nordsee- und Ostseeküste hat das DLR ganz viele Partner für die gemeinsame Entwicklung. Die maritime Branche, was die Wirtschaft angeht, ist über die ganze Republik verteilt. Wir haben hier mit NPORTS einen unserer Hauptpartner, mit dem wir hier zusammen forschen. Das ist ein Technologietransferprojekt. Das wurde von Niedersachsen-Ports konzeptioniert und vorangetrieben. Das ist auch der Hafenbetreiber, der sehr an dem Assistenzsystem interessiert ist und uns hier die Anforderungen auf den Zettel geschrieben hat. Weiterhin haben wir noch die SIG AG dabei, die uns mit Laserscannern unterstützt, die speziell auf den maritimen Bereich entwickelt wurden. Und die Humatex GmbH, ein Spin-off von uns, was sich mit der Darstellung nicht nur auf dem Tablet, sondern auf Augmented Reality Brillen beschäftigt. Im Projekt SmartKai haben wir zum einen die Lösung, die wir hier entwickelt haben, patentiert. Und zum anderen ist es so, dass wir hier eine gemeinsame Ausgründung planen. Und diese Ausgründung wird Lösungen anbieten für das sichere Bewegen von Schiffen, um hier Sensortechnik von Land so aufzuarbeiten, dass wir halt die Lagebilder an Bord präsentieren können. Und hier sind wir auch weltweit mit Kunden im Gespräch und haben hier eine sichere Positionierung, sodass wir davon ausgehen, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg wird, dieses System auf den Markt zu bringen.